Der Kollege. Der Kollege. Der hat hier nämlich so ein schönes Vogelgezwitscher. Ey, das muss er mir mal gleich zeigen, wie das geht. Benjamin DiBarbas ist mal einer meiner engsten, ältesten Freunde so, und der macht geile Sounds. So, deswegen habe ich gedacht, Mensch Benji, wir brauchen deine Vogelsounds und deine Walsounds. Benji ist auch geil mit der Flöte. Ja, Benji ist mega. Ey, Wahnsinn, für mich, ne? Also mega, bisher Riesenfan. Naja, es ist ja auch von Deichkind produziert. So. Ich habe ja immer hier eben so ins Handy geguckt und ich habe nämlich auch 16 Bars geschrieben jetzt hier. Ich kann das ja mal einrappen gleich, was ich gemacht habe. Yeah. Yeah, like it's yet on the mic. Yeah, was geht ab? Hamburg City in der Effi. Shit. Bumm macht Bumm, geht da rein in den Bums. Ha, Steuerzahler-Tunes. Ja, warte. Doch nicht auswendig. Du musst mir das schon zeigen, sonst wird's ungemütlich. Ey, ich guck mal in mein Handy. Da steht nämlich der Text drin. Ach so, okay. Yeah. Heute hier mit Tante Porky, ich höre mich nicht. Philipp, ich höre mich nicht. Ich scheiß drauf, ist egal. Yeah, ich höre mich nicht. So, warte, jetzt. Jetzt mach den fetten Rap. Los, jetzt, los. Ja, kann ich das schon mal sehen da? Hier in der Elfie, gib mal, scroll mal hoch, ja, komm, finde! Scroll, ja! Da. Boom macht Boom, geht da rein in den Bums. Dollarbild down, wird das Dollarzahler tun. Pandemie, Krautke, mein Sichne! Die machen wir ordentlich jetzt. Also, Boom macht Boom, geht da rein in den Bums. Ich hab das geschrieben, ich krieg das schon hin. Ich darf das einmal, nur weil du hier so strebermäßig heimlich geübt hast, oder was? So, komm. Yeah, Pandemie Sound in der Elfie. Die Stadt liegt brach. Nix los, Pauli dich, yeah! Bumm macht Bumm, geht da rein in den Bums. Dollar Bill, Stollertaler Tunes. Stimmung ist dope, aber auch ein bisschen low aufgrund der Pandemie. Auf der Suche nach dem besten Klang, vielleicht finden wir den nie. Philipp wird jetzt ein bisschen rumarrangieren, damit Benji gleich reinkommen kann. Und wir sind sehr gespannt, was Benji von dem fertigen Ergebnis. Ich bin schon richtig aufgeregt. Vielleicht findet er das ja nicht so gut, dass ich gehe jetzt mal gucken. So. Dann sehen wir uns gleich sozusagen nach der Soundproduktion. Geil, Mann. Bis gleich. Bis gleich. Alright. So, wir sind auf Sendung. Bei uns jetzt der wundervolle Benji, den ich witzigerweise auch seit 12 Jahren oder so kenne. Was haben wir schon zusammen erlebt? Ich habe dich immer sehr gemocht und du warst eine sehr inspirierende, leuchtende Persönlichkeit in dieser manchmal sehr kalten Branche. Deshalb freue ich mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Danke für die warmen Worte. Wir wussten auch nicht, dass ihr euch kennt. Umso besser. Ja. Weil wir sind sehr eng, auch mit Benji und Deichkind ist sehr eng zusammen. Das Geile war, du bist in Nightliner gestiegen, morgens um 8 oder irgendwie sowas. Richtig. Und hast den lautesten Pfiff gemacht, den man überhaupt machen konnte. Und Thomas Maringer, unser Tourmanager, stand direkt neben mir und war so, wer ist er eigentlich? Der ist Tontechniker oder Toningenieur. Das war so geil. Und ich bin in den Bus gekommen, ich habe noch nicht mal gesessen, habe ich mich schon unbeliebt gemacht. Wenn jemand angreift und er pfeift laut, ist eine Waffe. Ist eine Waffe. Das ist meine härteste Waffe, ja. Jetzt haben wir hier was zusammengeschustert und dann. Ja, einfach Play und hören. Und man, das sind ja diese ganz teuren Boxen, die können wir auch mal laut machen. Wir sind ja in der Elbphilharmonie. Okay, lass mal wieder runtergehen. Yeah. Deichkind Takeover, Sound off, Elbphilharmonie. Bumm. Wir machen einen Test, ja wir sind so negativ und wir gehen da einfach lange. Gib mir einen Stock und ich hau auf das Ding, als wäre es eine Drum, boom, boom. Ich rüttel da so dran und vielleicht erzeugt das dann irgendeinen Klang.
130 Sounds aus der Elfi sind mal wieder nicht benannt. Stimmung ist dope, aber auch ein bisschen low aufgrund der Pandemie. Auf der Suche nach dem besten Klang, vielleicht finden wir die nie. Schickes Haus, dicker Sound, alles aus, wir sind down, endlich raus aus Berlin. Dieser Sound in dem Raum, keiner hat's geschnallt wie Malakow Kowalski. Steuerzahler-Tune, yeah. Pandemie, na, keine Crowd. Mal sehen, wie das klingt, wenn ich hier gegen hau. Gut, gut, kostete viel. Paar hundert Jahre muss das Ding hier einspielen. Mach ich glatt, fresh ist die Chance. 2-1-0 in der Elfie, my friend. Illy Idol, Bergedorf ruled. Wer hat geglaubt, dass wir unser Ding tun? Jetzt steh ich hier, König im Nichts. Powerboy Large mit dem Mic im Gesicht, yeah. Schau Mama, es geschieht, Orgeln sie dröhnen. Vögel sie fliegen, Kampf gegen Böen. Kliman, wo bist du, warum nicht gekommen? Die Barber und Kryptik haben Sounds aufgenommen, yeah. Gemacht, ne? Wir machen die ganze Zeit was. Ja, so kenne ich ihn. Ach, das war ein Witz, das habe ich jetzt erst verstanden. Also, hätte ich nicht gedacht. Also, viel besser, als ich was ganz anderes erwartet. Ich dachte, du rein aus Klang, aber das ist der Hammer. Geil, danke. Klingt übrigens auch hier dran sehr toll, muss ich sagen. Ich finde auch, das ist echt ein krasser Raum hier. Tolles Studio habt ihr. Ein riesen Raum, der so klingt wie ein Studio. Ja. Verrückt. Es war mir wirklich ein unglaubliches Vergnügen, dass ihr unsere kleinen Schandtätchen hier mit uns in der Elbphilharmonie zusammen gemacht habt. Wundervolle Sounds gesammelt und würde sagen, dann sind wir durch. Danke, ja. Leute. Tschüss. Dann war's. Vielen Dank. Merci. Top, danke. Bis zum nächsten Mal. War nice. Nice Erfahrung. Thank you.